Give me one moment in time, schallt Whitney Houston aus den Lautsprechern, so kraftvoll wie der Moment, den Denise Hermann Wick jetzt in Bockau erleben durfte. Und kein Song hätte wohl besser zu diesem Moment gepasst. Darin heißt es: An jedem Tag, mein Leben lang, geb ich mein Bestes, streng mich an, ich bin nur eine, doch nicht allein, die Zukunft soll noch besser sein. Die Ausnahmeathletin, erst Langläuferin, später Biathletin, holte in ihrer Karriere eine olympische Goldmedaille im 15 Kilometer Einzellauf, dazu noch Bronze in der Olympiastaffel in Peking. Dazu 9 Medaillen bei Weltmeisterschaften, 11 Weltcupsiege als Einzelstarterin und 4 Siege in der Teamwertung. Und auch wenn sie mittlerweile in Ruhpolding lebt und ihre Karriere an den Nagel gehängt hat, Bockau ist ihr Heimatort. Ihre Eltern und Großeltern leben hier und jetzt haben sie ihre Tochter und Enkelin namentlich immer vor Augen. Bockau hat die frisch sanierte Mehrzweckhalle nach ihr benannt. Die Enthüllung des Namenszuges, aus der eher eine Entklebung wurde, nochmal eine sportliche Herausforderung. Das ist richtig schön, jetzt immer mal wieder doch den Weg nach Hause zu finden und die Zeit, sich dafür bewusst auch zu nehmen. Und ja, gerade natürlich mit den Großeltern hat man natürlich einen sehr engen Draht. Die gucken natürlich auch doch auch mal in Ruhpolding vorbei, aber der Weg nach Hause, der ist immer ein schöner und den fahren wir gern. Und ja, von daher bin ich froh, jetzt heute wieder in Bockau zu sein und natürlich ja, ein riesen Dankeschön fürs Kommen. Begeisterung stand in ihren Augen. Und doch, so sagt sie, beginnt jetzt eine andere Zeit. Und sie freue sich drauf. Die Vollgaszeit wäre vorbei. Nicht aber für Vollgas-Überraschungen. Eine besondere davon hatte auch die Delegation aus Bockaus Partnerstadt Herrieden im Gepäck. Wir durften letztes Jahr auch mit dabei sein und haben da schon angekündigt, dass wir gerne ein besonderes Geschenk, eine besondere Ehre Ihnen als herausragende Sportlerin übergeben möchten. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, in der letzten Stadtratssitzung im Juli hat der Herrieder Stadtrat beschlossen, dass es im neuen Wohngebiet in Herrieden eine Denise-Hermann-Straße geben wird. Und mit etwas Mühe war dann auch das Zweitschild zum Mitnehmen auf der Bühne angelangt, verbunden mit einer Einladung in die Partnerstadt. Glückwünsche kamen von allen Seiten, persönlich und über Video. Szenen aus der aktiven Zeit erinnerten an die großen Erfolge. Und der Fanclub war den Tränen nahe. Wir vertreten hier deinen Fanclub, den wir für dich im Jahr 2016 gegründet haben. Seit dieser Zeit bist du für uns immer unsere Denise. Wir durften mit dir mitfiebern, wir haben mit dir mitgekämpft und konnten in den vielen Jahren große Erfolge mit dir feiern. Deine Karriere war einfach sagenhaft. Ich möchte meine Worte hier heute nicht weiter ausdehnen, weil wir wissen, was dann passiert. Wir vom Fanclub treffen schon. Trotz deiner Erfolge bist du bodenständig geblieben, wofür wir den Hut ziehen, weil nicht jeder Leistungssportler bleibt auf dem Boden, sondern hebt auch mal ab. Aber wie es so schön heißt, alles Schöne hat ein Ende. So auch deine Karriere, deine traumhafte Karriere. Glückwunsch zu dieser. In diesem Sinne sagen wir als Fanclub, wir bleiben dir treu. Für dich und Tommy alles Gute und wir werden uns auf jeden Fall regelmäßig wiedersehen. Dankeschön. Give me one moment in time. Gib mir den einen Moment, wenn das Schicksal es gut mit mir meint. Dann in diesem einen kurzen Moment fühle ich sie. Fühle ich sie. Die Ewigkeit.